Wir als Spieler müssen immer dran glauben. Ja. Wir haben natürlich die Ziele in allen Wettbewerben, in denen wir am Anfang der Saison starten, die am Ende auch zu gewinnen. Sonst brauchen wir sie nicht spielen. Nur ich glaube, dass jeder, der Fußball spielt oder auch nicht, weiß, wie schwer sowas zu erreichen ist. Ich denke, dass es feststeht, dass wir Deutsche Meister werden, dass wir im Pokal noch 2 Spiele haben bis zum Titel. Und in der Champions League ist, denke ich, sag ich mal, von den 3 natürlich der weiteste und schwierigste Weg jetzt noch. Von daher ist dieser Titel nicht einzuplanen. Aber auch in der Champions League sind wir noch dabei, um am Ende zu gewinnen. Ja, unangenehm so ein bisschen. Ja. Ich glaube, italienische Mannschaften im Allgemeinen sehr unangenehm zu spielen. Juventus habe ich jetzt 1-2 Mal gesehen. Ich denke, dass es sehr, sehr schwer wird. Ja. Juve hatte, glaube ich, eine Zeit, wo sie nicht so gut waren. Aber jetzt, glaube ich, sind sie wieder seit 2 Jahren zur alter Stärke, am neuen Stadion. Alte Mannschaft, glaube ich, sehr gut, aber auch einzelne gute Spieler. Und es wird sehr, sehr schwer für uns. Ich bin überzeugt, dass wenn wir 2-mal Topleistung bringen, werden wir weiterkommen. Aber die brauchen wir auf jeden Fall in diesen Spielen. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil ich glaube, gerade unser Achtelfinale jetzt hat gezeigt, wo 2-mal Auswärtssiege waren, dass das nicht immer ein Vorteil sein muss. Natürlich hätten wir es andersrum uns lieber gewünscht, aber wir nehmen es so, wie es kommt. Also es wird am Ende, falls es nicht reicht, keine Ausrede sein. Nein, eigentlich nicht. Das Einzige, was ich habe natürlich mit Maturo Vidal noch zusammengespielt in Leverkusen. Hat sich, glaube ich, in Turin sehr, sehr gut entwickelt. Ich glaube, war auch hier mal eine Zeit lang Thema. Und nein, für mich ein sehr guter Spieler, aber Juventus zeichnet, glaube ich, so eine Geschlossenheit irgendwo auch aus. Ja klar, wir merken natürlich, dass wir, sag ich mal, unsere Fans gerade mit der jetzigen Saison auch begeistern können, dass sie zu unseren Spielen wollen und es uns spielen sehen wollen. Und ich glaube, unser Stadion ist noch deutlich zu klein, um alle Fans glücklich zu machen. Von daher denke ich, ist es natürlich schön, dass wir A, so viele Fans haben und B, sie natürlich nach wie vor so begeistern können. Ja, vom Gefühl her schon. Also vielleicht ist es auch nur ein Gefühl, dass man als Spieler hat, dass der Champions League nochmal was ganz Besonderes ist. Aber ich glaube, auch die Fans haben so ein Gespür dafür. Und wenn ich die Stimmung so im Stadion vergleiche, dann habe ich immer das Gefühl, dass in der Champions League noch 10% besser ist.